Shindy ist einer der Künstler, die ein bisschen darunter leiden, dass alles Social Media geworden ist. Also alles ist Content geworden. Ich habe das Ganze ja schon seit diesen JBG-Zeiten irgendwie so mit mir rumgetragen. Ich würde meinem Sohn nicht dazu raten, wenn er in der Situation wäre, das auf sich sitzen zu lassen. Respekt, dass er so langsam reden kann. Ich kann das, ey, Digga, ich... Digga, soll Farid antworten, nicht antworten? Was denkt ihr? Also, Shindy eine DM geschickt wegen dem neuen Song. Nee, ich habe leider keine Nummer. Ich habe schon lange keine aktuelle Nummer von dem. Und die hatte DM aber jetzt nicht geschickt. Keine Ahnung. Brudi, habt ihr Bock? Wollt ihr den neuen Dingens angucken? Er hat ein neues Interview rausgehauen. Sollen wir uns das angucken? In meiner Blüte Gerichtsprozesse, warum nur ein Video? Okay, let's go. Alle Jahre wieder. Yes. Ja, das ist ein Hochkant-Interview. Interessant. Gute Idee. Du hast gesagt, beziehungsweise du hast mich angerufen und gesagt, morgen ist Weihnachtsfeier, lass vorher noch Interview machen. Was war der Grund? Warum hast du gesagt, lass Interview machen? Ich weiß auch nicht. Irgendwie, es hat irgendwie mehrere Gründe. Ich habe so das Gefühl gehabt, ich wollte irgendwie meine Fans oder Fans und so. Das sieht ein bisschen gesünder aus, ne? So ein bisschen so zugenommen. Supporter oder wie auch immer sie sich nennen wollen, so zum Jahresende nochmal so digital, virtuell zu umarmen. Nochmal allen zu sagen, dass alles okay ist und bei wem es nicht okay ist, es okay wird auf jeden Fall. Und einfach ein bisschen so Weihnachtsvibes versprühen. Christmas at Shindy's. Ja, so ungefähr. Ja, ich würde sagen, wir nutzen das einfach, um ein bisschen zu quatschen über das, was dieses Jahr so passiert ist. Ich meine, allen voran auf jeden Fall das Album. So, es ist unter finally anderem rausgekommen. Ja, endlich. Ja, crazy, ich saß ja fast. Man hört den Jan nicht so gut, ne? Fast 3 Jahre dran. Sozusagen, also mal mehr, mal weniger. So im Großen und Ganzen habe ich das echt lange mit mir rumgetragen. Und letztens, als ich auch mit Marco Dos Santos nochmal gequatscht habe, eigentlich verrückt, wie lange wir diesen ganzen visuellen Stil und so auch gefahren sind und so irgendwie, oder er es auch irgendwie mal geschafft hat, das nochmal neu zu twisten und irgendwie nochmal spannend zu halten. So. Desto größer war dann die Erleichterung natürlich, als es rauskam. Auch wenn wir irgendwie einen Tag nach Release immer noch vor Gericht gestritten haben, ob es denn jetzt überhaupt rechtens war, dass es quasi gestern rauskam. Das Gericht hat dann entschieden, dass es rechtens war, Gott sei Dank. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Riesen. Kara schreibt, wieso parodiert den keiner? Ich finde schon, dass er sehr viel Potenzial, eine Dena schreibt, dass er Potenzial für Parodie hat. Vielleicht mache ich das ja. Aber ich finde, dass er so krass, in der Rolle ist. Es ist schon wieder fast schon schwer, den zu parodieren, weil er schon zu sehr, also es ist schon so zu einfach fast. Ja, es ist so, dass, ja, wir haben, genau, wir haben den Mond angeschaut und dann haben wir uns gedacht, das wäre ein krasser Beat. Stein auch vom Herzen gefallen, dass es endlich released werden konnte. Zwischendrin sah es schon noch manchmal kritisch aus und es gab sicher auch Momente, wo ich... Ich muss ehrlich sagen, Respekt, dass er so langsam reden kann. Ich kann das, ey, Digga, ich... Digga... Ich mag, also ich bin super ungeduldig, was dies angeht. Ich könnte also gar nicht wieder durchdrehen. Wenn ich ihn interviewen würde, würde ich wahrscheinlich dabei Schach spielen. Vielleicht dachte, bis ich wieder releasen kann, ob ich das dann alles noch feiere, was jetzt gerade da ist und so, aber... Ich kenne ihn halt kaum persönlich und weiß nicht, ob er real life auch so ist oder ob er hier so ein bisschen die Rolle hat und privat halt nochmal lockerer anders ist und so. I don't know. Es hat sich dann doch alles relativ schnell zum Guten gewendet, Gott sei Dank. Und ja, wollen wir mal nicht unterm Tisch kehren lassen, dass er die Stüssi-Kollabo mit Nike hat. Feier ich. Feierabend. Stüssi. Ja. Album konnte rauskommen. Leute sind happy, ich bin happy. Und das ist ja eigentlich Sinn der Sache. Ich glaube, viele Leute haben sich gefragt, warum du nur ein Video rausgebracht hast zu dem Album. Ne? Ja,
Das ist eine gute Frage. Ich hätte ehrllich gesagt wahrscheinlich gar kein Video rausgebracht. Warum? Weil ich. Warum? Erzähl mir das nochmal. Viele haben sich gefragt, warum du noch ein Video rauskommst. Ah ja, also das eine Video ist ja deswegen rausgekommen, weil. Ich einfach irgendwie schon vor, also lange bevor die Promophase eigentlich schon gemerkt habe, dass. Egal, was da jetzt in diesem Video passieren wird, das einfach nicht mehr so den Pull und nicht mehr so den Effekt haben wird, wie 2019 oder 2020 die Videos hier rauskamen. Dazu kam halt noch, dass ich mir dachte, okay, wenn ich das mache, dann will ich irgendwie die alten Sachen ja übertreffen oder neu interpretieren oder wie auch immer man es nennen will. Es darf auf jeden Fall nicht exakt dasselbe sein. Und ich habe ewig lange mit diversen Regisseuren und Filmproduktionen und so weiter und so fort mich rumgeschlagen, Meetings gehabt und irgendwie kam nie so das Konzept oder das Gefühl auf, dass ich dachte, ja okay, das ist das Ding, so lasst es uns machen. Und dann hatte ich das Thema eigentlich schon ganz abgeschrieben. Das hat sich aber irgendwie auch nicht richtig angefühlt und irgendwie habe ich auch, also irgendwie war ich es meinen Fans auch schuldig nach all der Zeit und so. Ich dachte, okay, die wollen mich schon noch einmal wieder sehen und so, wie ich aussehe. Und es ist auch irgendwie komisch, gar kein visuelles Material irgendwie zu einem Album zu haben. Ja, dann habe ich mich irgendwann kurzerhand entschieden, das einfach, soweit es mir möglich ist, zumindest selber zu machen. Natürlich habe ich auch Unterstützung gebraucht und haben das eigentlich innerhalb von 2-3 Wochen, glaube ich, no auf die Beine gestellt und gefilmt. C. Und das ist echt zäh. No, really, no disrespect. Das ist echt zäh. Ah, no, man. Ich gehe mal auf die Punkte, die Adam mir aufgeschrieben hat. Hier gibt es einmal Talk über Free Spirit. Das ist vielleicht ganz interessant. Worüber wir auf jeden Fall reden können und müssen, ist das, was dann nach dem Album passiert ist. Relativ bald sogar. Ja. Free Spirit. Ich würde gerne von dir wissen, und das haben wir auch noch nicht für das Buch besprochen oder so, gab es einen Moment, in dem du so gedacht hast, okay, jetzt muss ich antworten und vor allen Dingen, jetzt muss ich so antworten? Also, an sich eigentlich die interessanteste Frage bisher. Es gab mehrere Momente, wo ich dachte, das kann man sich eigentlich nicht gefallen lassen. Ich weiß nicht mehr, was genau es war. Irgendwas war mal zu Weihnachten. Irgendwas war zu Weihnachten und ich war zu Hause bei einer Family und irgendwer hat es mir geschickt per iMessage. Ich schaue mir das an, denke mir, an Weihnachten, Alter. Wo man weiß, Leute sind mit ihren Families, mit ihren Kindern zu Hause, wollte mir auf die Nerven gehen. Da war eigentlich schon für mich klar, dass ich antworten werde. Ich wusste nur nicht, Aber warte mal, kam das per WhatsApp oder per iMessage? Ich wusste nur nicht, wie und wann. Aber interessante Antwort halt, weil man weiß ja immer nicht, wie einer das aufnimmt. Ne, wenn ein Diss-Track kommt, wo ist jemand, wie nimmt er das auf, wie persönlich nimmt er es, kriegt er das vielleicht eine Woche später mit. Das ist interessant, denke ich, auch für den Verlauf, den weiteren Verlauf, dass er dann geantwortet hat und wie. Und ihr wisst ja jetzt, er hat ja jetzt auch zu Weihnachten geantwortet. Ob es mich halt wirklich lang genug auch triggert, weil bei mir es kann auch sein, nach 2 Tagen irgendwie interessiert es mich dann doch nicht mehr oder so, aber ich habe das Ganze ja schon seit diesen JBG-Zeiten irgendwie so mit mir rumgetragen. Und hatte auch in der Zwischenzeit immer mal wieder mit Leuten zu tun, die auch mit der Gegenfraktion sozusagen bekannt sind. Und wenn ich mal irgendwann das Gefühl hatte, irgendwas zu antworten oder irgendwas zu sagen, dann wurde mir immer dazu geraten, das doch bleiben zu lassen. Und das Ding ist ja eh schon tot. Und die Kollegen haben aber bewiesen, dass es nicht so tot zu sein scheint. Und an irgendeinem Punkt dachte ich mir, das ist nicht das Verhalten eines Familienvaters, das so auf sich sitzen zu lassen. Ich würde meinem Sohn nicht dazu raten, wenn er in der Situation wäre, das auf sich sitzen zu lassen. Und aus Rap-Ebene ist einfach, kann man als King das so nicht stehen lassen. Und deswegen war es dann eigentlich irgendwie. Echt interessant. Es ist so aus mehreren Seiten oder mehreren Ansichten eine interessante Antwort. Ich glaube, also natürlich kann er antworten, muss er antworten. Er ist, wir wissen alle, was er drauf hat, wer er ist, dies, das, Ananas. Jetzt muss man aber nur sagen, es ist vielleicht gar nicht so interessant für seine Fans,
Weil ich glaube, seine Fans interessiert das eh gar nicht. Ich glaube, der hat so Fans oder Hörer oder was, die interessieren sich für seinen Swag, für sein Stussy-Outfit, für sein, ist das Jordan Elver? Dann, wenn er so float auf so, so P. Diddy-Ära-Beats, bla, Ananas, so. Und ich glaube, ich auch kann ihn am liebsten so hören. Wenn der plötzlich du Hurensohn sagt, irgendwie ist das so völlig aus der Rolle für mich. Ich glaube deswegen, für seine Fans, die interessiert das nicht. Ich glaube, da tut ihm keinen Abbruch seiner Karriere, wenn Farid oder Kollege einen dissen. Das ist meine Meinung. Natürlich aber, und ich habe das auch dieses Jahr gehabt, da man triggert, man wird getriggert, dann antwortet man und dann fällt man aus der Rolle und aus seiner Haut und denkt vielleicht manchmal auch, boah, Alter, das bin ja auch gar nicht ich, lass mal sein. Das muss er jetzt nicht, das sage ich jetzt über mich selber. Aber ich meine nur, verstehen tue ich schon, klar. Findet ihr jetzt, hat Farid eine Reaktion darauf gemacht? Weiß das einer? Gab es irgendwas von Kollege Farid, irgendwas? Weiß das einer? Soll Farid antworten, nicht antworten? Was denkt ihr? Klar, dass da schon was kommen muss. Ich habe es dann trotzdem irgendwie aufgeschoben und dachte, okay, ich mache mal aber trotzdem erstmal das Album fertig, weil ich mir jetzt auch nicht in meinen Kram reinfuschen lasse von irgendwelchen Spinnern. Aber sobald das Album dann eigentlich abgegeben war und wir waren ja noch in Frankreich. Ja gut, ich meine, Farid hat ihm ja ausgiebig auch gedisst im Album. Kann auch sein, dass der Farid sich denkt, du, ich habe ihm ein paar gegeben, jetzt gibt er einen zurück, I don't care, so. I don't know. Krawall. Ich weiß noch, da habe ich so mit mir gehadert. Soll ich echt, soll ich nicht? Voll unnötig. Die Leute werden sagen, hey, warum hat er das gemacht? Weil die auch diese Line hat. Das kam auch wirklich so, ne? Leute so, warum hat er das gemacht? Mock outet sich. Mock schreibt im Chat Team Shindy. Ah. So, immer bei dem läuft, ne? Mock, so kennt man dich. Damals Team Sido, jetzt Team Shindy. Immer wenn läuft, da bist du. Warum hältst du nicht zu Boogie, Bassbox-Zeit, ne? Real. Das mit dem, sich nicht mit den Leuten streiten, ja? Ja, ich bin auch nach wie vor auf der Seite, aber wie gesagt, es gibt einfach irgendwann einen Punkt, so, wo man es meiner Meinung nach nicht mehr stehen lassen kann. Und ja, der war erreicht. Und ich kann mich erinnern, ich war noch auf der 6pm-Party in Frankfurt. Und hab da irgendwie noch zwei, drei Songs gespielt gehabt und danach, ich bin in derselben Nacht noch nach Heidelberg weiter, weil ein guter Freund von mir, Kostas, dort ein Studio hat und ich dachte mir, ich bleib da einfach zwei Tage in Heidelberg und mach das dann da fertig und der Rest ist Geschichte, würde ich sagen. Zum einen hat es ja generell, glaube ich, einen krassen Überraschungsmoment gehabt, weil niemand damit gerechnet hat, so schnell nach dem Album, generell diese Art von Track und hat dann auf der anderen Seite aber auch so viele weitere... Es geht gleich um Kontakt mit Busnitch. ...weitere Diss-Tracks nach sich gezogen. Bis jetzt doch immer noch, oder? Bis jetzt immer noch, auf jeden Fall. Du hast aber auch nicht locker gelassen, sondern hast direkt danach noch diesen Eichhörnchen-Freestyle gedroppt. Ja. Das war aber kein Teil, als du da standest und den Song geschrieben oder recorded hast, war noch nicht klar, dass du dich nochmal in den Garten legst. Nee, irgendwie nicht, aber mir war einfach langweilig auf dem Samstagmorgen und ich hatte da dieses Soul-Sample irgendwie so schön geflippt und dachte mir, komm, du bist sonst irgendwie immer so offline, sage ich mal. Und irgendwie hatte ich so, keine Ahnung, an dem Wochenende halt das Momentum so gespielt und hatte einfach Bock mit meinem pinken Miu Miu Fischerhut einfach nochmal ein 16er oder ich weiß nicht, 16er oder 20er nochmal nachzulegen. Einfach aus Joke, weil das für mich jetzt, also die beiden beanspruchen jetzt bei mir nicht großartig Kapazitäten, sage ich mal. Worüber wir aber auf jeden Fall auch noch sprechen müssen, ist dein Special Guest auf Tour. Ich meine, du hast mehrere. Wir kommen gleich auch noch auf einen anderen zu sprechen. Aber ich glaube, das Konzert in Köln war auf jeden Fall was, womit niemand gerechnet hat. Weil auf einmal Bushido auf der Bühne stand. Ja, niemand gerechnet, stimmt natürlich nicht. Da ist der Jan zu wenig in unserer Gossip-Welt. Ich glaube, bei uns haben die Leute nur noch darauf gewartet, wann es passiert. Weil es war schon abzusehen von Art und Weise, wie die immer zueinander
vor allem von Bushidos Seite kam viel zu viel einfach Talk, also guter Talk in Richtung ihm. Ja, das war wirklich verrückt und ehrlich gesagt hätten wir wahrscheinlich 2 Wochen vorher auch nicht damit gerechnet. Ich weiß auch gar nicht, wie es zustande kam. Genau. Ah, doch, stimmt. Er hatte mich gefragt. Ich weiß jetzt nicht, ob er es feiert, wenn ich das erzähle, aber ich erzähle jetzt einfach. Er hatte mich gefragt wegen Feature für sein Album. Und ich fand irgendwie, es kam so aus dem Nichts bisschen, weil wir lange keinen richtigen Kontakt mehr hatten. Also jetzt auch keine negativen Gefühle, aber halt einfach keinen Kontakt. Und ich weiß nicht, es war mir dann irgendwie so. Ich wusste gar nicht, was ich antworten soll. Dann habe ich das so ewig vor mir hergeschoben. Irgendwie hab dann, ich glaube, er hat mir an dem Abend geschrieben, als ich in Hamburg gespielt habe. Ich habe es geöffnet, dann irgendwie vergessen. Ja, er hat halt, Alex, das ist, so sehe ich das auch. Er hat halt keine Macht mehr über Shindy. Shindy ist mindestens auf Augenhöhe jetzt, zumindest jetzt im Gespräch. Und er entscheidet jetzt, ob es auch gut für ihn ist oder nicht. Früher hat er ihm einfach gesagt, mach das jetzt und du schreibst das Album oder machst das jetzt oder mach das jetzt nicht. Vorher war er sein Boss. Und das ist jetzt anders. Dann tagelang ist, wow, was antworte ich dem denn jetzt und so. Und dann habe ich ihn halt irgendwie, nach 2 Wochen hat er mir dann geschrieben, dass ein Nein nett gewesen wäre. Da war ich kurz, es war schon echt Schmerz. Ja, es war schon. Das hat so ApoRed-Vibes, ne? Ja, guck mal, wenn du nicht willst, dann sag doch, ein Nein wäre nett gewesen. Süß, aber irgendwie. Asozial von mir, dann habe ich mich entschuldigt, ich habe gesagt, ey Bo, sorry, das sollte gar nicht falsch rüberkommen, aber willst du nicht einfach erstmal irgendwie mich auf Tour vielleicht besuchen kommen? Und aber da hat er schon recht, so, weil so aus dem nächsten Feature, das ist doch bescheuert, das ist wieder so eine richtige Bo-Snitch-Idee, Alter. Ja, guck mal, dann kommst du in den Pod, dann kommst du so in den Assad, dann kommst du so, dann schreibst du so, das, dann kommst du so in den Discord. Da machen wir so richtige Tafnis. Das ist natürlich so eine bescheuerte Hau-drauf-Idee. Aber es muss ja erstmal ein bisschen auch langsam anbahnen. Ja, er war sehr spontan dabei und hatte Bock. Und die Leute sind wirklich durchgedreht. Also das war wahrscheinlich der lauteste Moment der Tour, würde ich sagen. Also ich habe in die Gesichter geschaut und die konnten es nicht. Fast, die konnten es nicht glauben, die haben sich gegenseitig so wachgerüttelt quasi. Unfassbar. Ja. War schon nice. Du hast, wie lange hattet ihr keinen Kontakt? Ich wüsste gar nicht, wann wir das letzte Mal gesprochen haben. Aber gesehen haben wir uns, glaube ich, seit 2018 wahrscheinlich nicht mehr. Und habt ihr euch, also ich meine, es gibt doch zig Sachen zu besprechen oder hätte es geben können. Habt ihr irgendwie euch dann noch kurz geschlossen, so bevor ihr auf die Bühne seid oder wie war das? Ehrlich gesagt war er sehr spät dran. Ich war natürlich auch im Stress irgendwie vor der Show. Wir haben uns kurz begrüßt und dann bin ich, glaube ich, eigentlich auch schon on stage. Wir haben auch nicht wirklich groß durchgequatscht, wie wir das jetzt machen. Einfach gesagt, hey, du kommst einfach zu deinem Verse raus und gut ist. Danach haben wir vielleicht noch eine halbe Stunde oder so gequatscht, aber jetzt nicht wirklich im Detail über alles, worüber man hätte reden können, müssen, wie auch immer. Habt ihr über Classic 2 geredet? Wir haben diese überraschenden Fragen. Über vieles geredet, auch über Classic 2. Wenn man eine halbe Stunde guckt, kommt man langsam rein, ne? Es ist gar nicht mehr so langsam gerade. Und alles, was so damit dranhängen würde. Aber ich glaube, es ist jetzt aktuell viel zu früh, da irgendwelche Hoffnungen zu machen. Aber ja, wir haben drüber geredet. Okay. Ich habe gerade schon gesagt, ne? Also du hattest nicht nur ihn auf der Tour dabei, sondern Shirin war in Berlin da. Du warst bei ihr auf der Tour auch mehrmals. Wie war das eigentlich so? Geisteskrank, muss ich sagen. Ich bin in diese Halle gekommen. Ich war ja irgendwie 2 Tage vor Tourauftakt in Stuttgart bei der Probe. Und da war schon die Größe der Stage schockierend, weil es einfach auch im Vergleich zu meiner Stage einfach nochmal deutliches Level drüber war. Auch das Publikum, die Frauen, wenn diese Frauen kreischen, das ist halt wirklich nochmal was ganz anderes als die Jungs. Und bei ihr ist, glaube ich, 85%
Frauenpublikum, so geschätzt, aber so wurde es mir gesagt. Das hat man auf jeden Fall gemerkt, wenn man da auf die Bühne gegangen ist. Aber ehrlich gesagt waren wir alle ziemlich beeindruckt von ihrer Show und von ihrer Performance. Mhm. Ich glaube, sie hat alle Erwartungen übertroffen. Und für mich war es natürlich sehr nice, da irgendwie, ich glaube, ich war zweimal Stuttgart und München. Ja, für mich war es natürlich sehr nice, da irgendwie in meiner Freizeit kurz hoch zu spazieren, zwei Songs zu performen, zu wissen, hey, ich habe eigentlich keinen Druck, das ist nicht meine Show, nicht mein Konzert. Und das Ganze auch irgendwie mal so ein bisschen aus dem Off sich anzuschauen, war schon sehr nice. Hast du das Gefühl, es gab diese mega lange Funkstille, dann kam das Album raus, du warst bei Falk in der Radiosendung, dann wie gesagt bei ihr im Podcast, du warst auf einmal auch wieder auf Insta viel aktiver, es gab halt Stories. Der war bei Falk in der Radiosendung. Also der scheißt richtig auf Reach, ne? Ohne Ende, klar, wegen Free Spirit, aber andererseits auch so, keine Ahnung. Also nix gegen Falk, ne, aber ich, also in der Radiosendung. Also der hat richtig keinen Bock, dass irgendeiner hört, was er sagt, oder? Also ich verstehe auch nicht, warum man das macht. Also worum geht's da? Nein, das ist kein Falk. Ich mag Falk und vor allem, er ist absolute Legend, das ist keine Frage. Die Frage ist nur, er ist doch im, also weißt du, so irgendwie hätte er das jetzt nicht gesagt. Wer von euch wusste, dass er da war? Stories wie du denn. Also, ich verstehe den Grind vielleicht einfach nicht, ja, das kann sein. Ist gerade putzt oder was auch immer so. Man hat so das Gefühl gehabt, irgendwie, irgendwas ist da passiert, dass der auf einmal wieder so da ist. Fandest du so? Also, ich fand es immer noch wenig, also mehr als sonst, aber ich fand immer noch wenig. Immer noch. Ich würde gerne mehr machen. Also, ich glaube, die Leute wünschen sich, dass ich mehr, noch mehr machen würde. Das wollte ich gerade sagen, aber Shindy ist auf jeden Fall einer der Künstler und ich beobachte das in letzter Zeit, in den letzten zwei, drei Jahren ja bei vielen Künstlern, das habt ihr bestimmt auch gesehen. Shindy ist einer der Künstler, die ein bisschen darunter leiden, dass alles Social Media geworden ist. Also alles ist Content geworden. Shindy hat geglänzt durch Musik und das ist ja heutzutage, also ich will nicht sagen weniger wichtig oder so, aber viel, viel, viel wichtiger geworden ist, Alter, Content, Plattform, TikTok, Hochkant, da. Jetzt macht der mal nach 100 Jahren WhatsApp, dies, das. Ist natürlich scheiße für Künstler wie ihn, da gibt es eine Reihe von Leuten, die sich da echt keinen Bock haben auf diese irgendwelche Live, Mive, das, mal. Verstehe ich total. Für mich ist das natürlich irgendwie, habe ich Glück gehabt, dass es alles so wild geworden ist in dem Bereich, nämlich auch ein bisschen Geld verdienen kann. Aber ja, es ist echt crazy. Gleich zu dem, was vorher von dir kam, nämlich wirklich, ich habe jetzt auch eine Vorbereitung. Ja, dieses Mysterium-Ding. Shindy ist ja so einer, der lebt von diesem Mysterium-Ding und so, andere auch. Ja. Das Gespräch nochmal die Raptastisch-Archive durchwühlt sozusagen und da ist es halt wirklich, keine Ahnung, steht da immer 4 Monate Sendepause, Shindy meldet sich zurück. Und das ist jetzt ja aktuell gar nicht mehr der Fall. Also da ist eigentlich schon jede Woche gibt es auf jeden Fall irgendwas, wenn du Leute mitnimmst in deinen. Also das war voll gut, dass du das sagst, weil dann kann ich halt ruhig schlafen gehen, wenn das so rüberkommt, dass da regelmäßig was kommt und so, weil das war eigentlich mein Ziel, weil meine Fans haben mir schon leid getan, weil in diesen ganzen Off-Zeiten, sag ich mal, wirklich die Sorry Leute, ich habe kurz hier geantwortet. Besorgtesten Menschen sich bei mir melden in den DMs teilweise und irgendwie tut es einem auch leid und ich habe mir einfach vorgenommen, auch meinen Supportern irgendwie ein bisschen mehr Einblick zu geben und vielleicht auch ein bisschen öfter meine Gedanken zu teilen. Ich war eigentlich immer der Meinung, dass ich den Leuten jetzt nichts unter die Nase reiben brauche, so was du dir eh ja schon auf Albumlänge anhörst und was du dir eben auch vorstellen und denken kannst, so wie mein Leben wohl aussieht, aber ja, das ist halt nicht mehr so, leider. Ich würde halt sagen, wie gesagt, es ist für so Künstler wie Shindy ist das scheiße, würde ich sagen. Er müsste sich jetzt anpassen, adaptieren, wenn er das kann, wenn er da Bock drauf hat. Aber dieses, ich habe es doch auf dem Album gesagt, das reicht nicht mehr. Du musst meiner Meinung nach heute, gerade junge Künstler, müssen alles nochmal 7 Millionen Mal auf TikTok sagen. So. Ist eine andere Art. Also ich verstehe den Absturz da. Also dass einige Leute schieben mir Absturz da drauf, verstehe ich auch. Anscheinend ist es nicht so, dass die Leute das abfuckt, wenn man denen irgendwie ein bisschen was aus dem Alltag oder, keine Ahnung, aus seinem wohlverdienten Luxus zeigt. Die scheinen das zu mögen. Ich persönlich war eigentlich immer so understatement-mäßig unterwegs, was das angeht. Also natürlich nicht in Person, da ist er dick aufgetragen, aber ich war jetzt nie jemand, der irgendwie großes Bedürfnis hatte, das nonstop im Internet zu kommunizieren. Aber ich muss sagen, die Leute sind echt dankbar und
sehen sich wahrscheinlich einfach auch als Teil dessen. Und dieses ganze Mythos-Ding, muss ich euch sagen, Leute, das ist vorbei. Es ist wirklich vorbei, das gibt's nicht mehr. Also jetzt fangt mir nicht an mit einer Ausnahme, die ihr kennt. Aber an sich ist das generell, würde ich sagen, generally speaking, I thought that's over. Es ist vorbei. Dieser Typ, der, ne, der nie, man sieht ihn nie, und dann dreimal im Jahr kommt er auf irgendeinem roten Teppich. Das ist vorbei, vorbei, vorbei. Das ist vorbei, vorbei, vorbei. Das gibt's so nicht mehr. Wird es noch ein, zwei geben, aber früher war das ja generell eher so. Heute ist es genau andersrum. Es gibt ein paar Ausnahmen. Ne? Ich sehe im Chat, die Leute schreiben Paschanim, wobei ich das so nicht sehe, aber ist egal. Paschanim, Luciano, also auch ein bisschen so. Aber ne, dieses Mythos-Ding funktioniert einfach nicht mehr. Das ist auch bei Schauspielern nicht mehr so. Voll viele so Hollywood-Superstars machen jetzt auf TikTok, machen jetzt dies, machen Shows, machen Twitch, machen dies. Mann, Timbaland ist den ganzen Tag auf TikTok. So, oh, Digga, ist krass. Ich glaube nicht, dass es so gut klappt. Also BFT Artwork schreibt zum Beispiel Genetik, ne? Also wir können jetzt über 100 Rapper reden, wo jeder Meinung sagt, da ist es so. Aber ich glaube eben nicht, dass es bei Genetik klappt. Ich glaube, Genetik leidet ein bisschen darunter, glaube ich. Ich glaube, die hätten viel mehr verdient, viel mehr Aufmerksamkeit. Die machen geile Mucke, ich mag die. Also, ne, aber ich glaube, die leiden ein bisschen darunter, dass sie nicht so aktiv sind, Social Media mäßig. Apache ist was anderes. Das ist nochmal komplett anders. Das ist over the top fame. Das ist auch mal ganz anders. Das ist ja wie bei Helene. Helene Fischer hat ja jetzt auch kein TikTok oder so. Oder postet nicht den ganzen Tag Stories. Aber die ist over the top fame. Wir reden jetzt schon, kommen wir gleich mit, weißt du, so diese einzelnen super Ausnahme exklusiven Beispiele, die ist jetzt egal. Ich rede von einer generellen Veränderung dieses Artist-Sein. Das hat sich doch generell verändert. Erstmal ist der Zugang dazu einfach. Jeder kann plötzlich Leute, pass auf, wie viele Leute habe ich dieses Jahr, nur dieses, nicht mal letztes, wie viele Leute habe ich dieses Jahr durch Hochswipen kennengelernt, die Comedy machen? Die kannte ich vorher gar nicht. Jetzt haben die Following. Die machen Sketch und Stand-Up. Ich kannte die gar nicht. Die gab es vielleicht letztes Jahr nicht mal. Das ist the New World Order. This is the New World Order. Der Albtraum von Bilash. So habe ich das in der Vergangenheit nicht gesehen. Ich glaube, dieser Gedanke ist für mich zumindest neu, auch wenn ich wahrscheinlich über 10 Jahre hinterher bin damit. Aber das hat wahrscheinlich einfach so ein bisschen was geändert. Also ich habe das Gefühl, die Leute feiern auf jeden Fall diese Mini-Stories aus deinem Leben, wie du Whitney Houston pumpst beim Sport oder in die Sauna gehst zum Beispiel. Wie bist du auf die Idee gekommen, diese Kurzgeschichten auf diese Trademark-Insta-Story-Grafiken zu packen? Ich war einfach in der Sauna und mir war langweilig. Ich saß einfach da und mir war langweilig. Ich dachte so, komm, ich schreibe irgendwas. Weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt nicht den Moment nutze, irgendwie mit meinen Fans zu kommunizieren, dann werde ich es den ganzen Tag wieder nicht machen. Dann habe ich gesagt, okay, komm, ich schreibe den jetzt einfach mal, wie mein Morgen war und was ich gerade so denke. Und ja. Was vielleicht unerwartet ist, dass jemand beim Sport Whitney Houston pumpt. Aber ich mache das tatsächlich auf täglicher Basis. Das war einfach aus der Langeweile heraus. Ich weiß auch nicht, ob da noch mehr so Stories folgen oder nicht. Ich glaube, die Leute wollen es auf jeden Fall. Ja, die Resonanz war gut. Ein paar Leute haben mich auch einfach von ihrem Arbeitsplatz aus beleidigt, aber der Großteil der Resonanz war eigentlich gut. Was ich auf jeden Fall auch gelesen habe, ist, ich weiß gar nicht mehr im Zuge von was genau das passiert ist, aber du hast irgendeinen Screenshot auch bei Instagram geteilt, der sozusagen aus der Twitter-Bubble kam und die sind auf jeden Fall durchgedreht und alle wollten wissen, unter welchem Undercover-Account du dich da rumtreibst. Ich habe leider keinen Twitter-Undercover-Account, also ich selber bin nicht Teil der Twitter-Bubble, aber ich habe doch viele Leute in meinem näheren Umfeld, die auf Twitter unterwegs sind und die füttern mich auf jeden Fall mit den wichtigsten Tweets, sag ich mal. Und wenn da mal einer dabei ist, wo ich denke, der hat wirklich mehr Aufmerksamkeit verdient, dann teile ich. Also wenn das rauskommt, dass die Erde flach ist, das würde mich nicht überraschen. Das ist so, wie wenn du sagst, wenn rauskommt, dass Chico, mein Hund, fliegen kann, das würde mich nicht überraschen. Ja, das würde halt alle Physikgesetze in Frage stellen, aber alle, aber das würde dich nicht überraschen. Na klar,
Weil du hast die Schule auch rückwärts gemacht. Du hast mit Abitur angefangen, während andere in der fünften waren. Und hast bei der in der fünften oder in der vierten, in der dritten aufgehört, während andere Abitur gemacht haben. Hier, du hast die Schule rückwärts genommen. Weil ich dir nochmal in meiner Story. Ich habe das Gefühl, neben dieser neuen Präsenz, sag ich mal, die es jetzt da irgendwie in den letzten Monaten gab, ist es musikalisch, hat sich auch ein bisschen was gewandelt. Also du hast ja, bevor das Album rauskam, auch einzelne Songs veröffentlicht gehabt, dann war eine relativ lange Pause, aber jetzt kam dann direkt nach dem Album irgendwann eben Free Spirit, dann kam Amar raus. Mhm. Jetzt gerade ist der Song für DJ Jeezy rausgekommen auch. Irgendwo geistert auch so ein Snippet rum für einen Song von Ashraf und Stickel. Ne? Und heute, gerade eben habe ich es gesehen, noch im Internet, gibt es auch erste Verschwörungstheorien darüber, dass du eventuell auf dem neuen Tape von Kimo drauf sein könntest. Das heißt, du machst auf jeden Fall gerade viel. So. Ja, endlich. Wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, also ich bin sehr dankbar für die Turbulenzen, aber ich bin auch sehr froh, dass es einfach jetzt ein bisschen, wie gesagt, ruhiger zugeht und ich mich mehr auf die Arbeit konzentrieren kann. Das resultiert dann irgendwie natürlich auch in mehr Output. Zum Beispiel, welche Form kannst du Ausblicke geben schon? Also Classic 2 können wir nichts so sagen. Ja. Gleich kommt noch, jetzt gleich kommt auch der Grund, warum er die ganze Zeit mit Jan Wehn unterwegs ist. Und nochmal ein Ausblick zum neuen Album. Ja, außer dass darüber geredet wurde, / wird. Also ich sitze auf jeden Fall am neuen Album schon lange dran, aber ich würde da jetzt auch nicht sagen, wann, wie, wo das erscheinen könnte. Aber es ist nicht so, dass meine Fans jetzt wieder 2 oder 3 Jahre warten müssen, bis wieder Musik erscheint, auf gar keinen Fall. Fällt mir gerade noch ein, was auch noch rauskommt, ist Dings, In meiner Blüte Vinyl, oder? Du hast das irgendwann mal angeteased mit der Testpresse. Allgemein kommen Vinyls raus, also alle Alben kommen nochmal auf Vinyl. Ich weiß bloß nicht, wie schnell wir damit jetzt sein werden, aber im Prinzip könnten die jeden Moment online kommen. Okay, crazy. Und was habe ich noch total vergessen, ist auch der Labelwechsel, ne? Also du bist jetzt de facto bei Universal unter Vertrag, ja? Ich bin jetzt bei Universal unter Vertrag, richtig. Also der Deal ist eigentlich schon deutlich älter. Ich weiß, glaube ich, gar nicht, ob ich überhaupt sagen darf, wie alt das ist. Aber ja, ich bin seit, wie viel ist denn heute? Ich glaube, seit heute sogar. Nee, ab morgen. Ach krass. 16. ist morgen, oder? Ja, ja, ja. Also ab morgen bin ich eigentlich erst offiziell bei Universal. Okay. Und arbeite aber trotzdem auch mit Sony noch zusammen, also ich habe auch mit denen noch zu tun. Bin mit beiden Parteien cool, bin Sony äußerst dankbar für die letzten 10 Jahre, insbesondere für die letzten 2, aber auch da kann ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber freue mich natürlich genauso auf Universal, auf Neffy, auf Tombone. Ich glaube, ich habe da ein sehr gutes neues Zuhause gefunden. Ja, interessant. Sehr, sehr interessant. Und auf jeden Fall die richtigen Leute, um irgendwie nochmal ein Stück zu wachsen. Du hast eben das Buch schon angesprochen. Wahrscheinlich werden viele jetzt auch sagen, warum zur Hölle? Also erstmal, warum schreibt jemand so jung eh schon eine erste Biografie? So, und jetzt dann nochmal eine. Was möchtest du dazu noch sagen? Was passiert in dem Buch? Also ich meine, ich weiß ja schon einiges, aber was war sozusagen deine Grundidee oder deine Grundmotivation zu sagen, ey, da muss nochmal ein zweites Buch her? Also erstens mal möchte ich einfach, dass so der harte Kern meiner Fans, die wirklich alles im Detail wissen wollen und auch über diesen Rechtsstreit dann irgendwann Details wissen wollen. Über die der Jan schreibt bestimmt sein Buch. Ne? Der Jan ist ja, der macht ja so mäßig Ghostwriting oder mit Leuten zusammen Biografien auf Schreiberei. Ich muss sagen, sein erstes Buch, keine Ahnung, wer das geschrieben hat. Und obwohl doch, der von Dingens hat das geschrieben, glaube ich, ja. Dein erstes Buch war einfach, also ich habe es nie gelesen, ich habe darüber gelesen und es war einfach sehr, sehr langweilig. Ich gehe davon aus, erstens, der war damals so jung, der hat doch eh kaum was so großartig erlebt. Plus, er konnte wahrscheinlich über viele Sachen auch nicht reden, die er privat und auf Tour erlebt hat. Das ist natürlich auch ein bisschen crazy, da so Sachen zu erzählen wahrscheinlich. Ich glaube, der Josip, genau, Josip hat das geschrieben. Ich glaube, das kann man Josip nicht in die Schuhe schieben, warum das erste Buch so todeslangweilig war. Aber mir haben immer wieder Leute gesagt, es war todeslangweilig. Wahrscheinlich war es einfach auch so ein Merch, komm, wir hauen mal ein Buch raus. Aber das Buch jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass es interessant wird, weil es ja viele, viele, viele Dinge gibt. Nur, ich weiß nicht, ob er die Sachen, die die Leute interessiert, auch erzählen wird. Am Ende. Jetzt sagt er es, dein Buch verkauft sich, aber ob er es dann erzählt, weiß ich nicht. Weil, also, naja. Die Trennung von EGJ über die Alben, die in der Zwischenzeit dann erschienen sind, all das, was ich halt, keine Ahnung, nicht auf Instagram erzählt habe. Abu meint, wir wissen doch vom letzten Buch schon, dass er lügt. Ich sag dir ehrlich, ich bin da gar nicht so into deep der Fakten. Ich weiß nur, ein paar Leute, die es gelesen haben und lesen mussten teilweise für Rezension, haben mir gesagt, es ist so todeslangweilig. Also mehr weiß ich gar nicht. Achso, doch, weißt du was?
ich lese das gerade. Der Jesus hat ja ein paar Sachen auch widerlegt, ne? Dass er da halt auch ihm gegenüber ein bisschen gelogen hat. Ein bisschen so die Sache aus seiner Sicht. Naja, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass er die Sache mit Bushido und mit den ganzen Arafat-Barber, ich glaube nicht, dass er da auch wirklich ein wirklich auspacken, glaube ich, ist möglich, wenn man ein paar Jahre davon entfernt ist. Das verstehe ich auch. Ist auch okay, werfe ich ihm nicht vor. Die Frage ist nur, warum machst du jetzt ein Buch einfach? Das wird einfach nur, weil man Geld braucht oder ist keine Ahnung. Ich habe nicht in Interviews erzählt, hab, weil ich nicht konnte, durfte, wie auch immer. Das steht in dem Buch und für mich ist einfach wichtig, dass, wie gesagt, dieser harte Kern einfach zu 100% jedes Wort oder jede Line irgendwie nachvollziehen kann. Und dazu ist halt einfach so viel Background-Wissen manchmal nötig, dass, dass man einfach halt ein Buch dafür braucht. Und ich denke, wenn man das letzte Buch gelesen hat, das neue Buch liest, die Alben kennt, dann kommt das schon so irgendwie dem nahe, als ob man seinem Kumpel zuhört, weil man halt so viel weiß über den Werdegang und so viele Details versteht, dass man sich halt noch verbundener dazu fühlt als zu irgendeinem x-beliebigen Rap-Song, den man jetzt feiert. Also das ist für mich wie so ein Bonus-Care-Package für Fans, die auf Deep Diving stehen und alles im Detail nachvollziehen wollen. Okay, wenn es rauskommt, wissen wir noch nicht, aber wir arbeiten auf jeden Fall dran. Wir arbeiten lange dran. Ich glaube, wir haben auch, oder ich glaube, ich habe dir fast alles erzählt soweit. Ich glaube, langsam wäre jetzt auch so der Zeitpunkt gekommen, wo du dann mal alles niederschreibst. Mhm. Aber ich glaube, man könnte sagen, 2024 ist schon realistisch. Denke ich auch, auf jeden Fall. Morgen ist Weihnachtsfeier. Was passiert sonst noch dieses Jahr? Was hast du noch vor? Ich weiß gar nicht, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich noch irgendwie so einen Überraschungs-Freestyle oder so machen soll, aber weiß das nicht. War das aber glaube ich, noch nicht so der Zeitpunkt gekommen. Ansonsten werde ich wahrscheinlich, wie die meisten anderen auch, eine entspannte Weihnachtszeit mit meiner Familie verbringen und am Album arbeiten. Das ist eigentlich das Einzige, was noch so ansteht. Die Vinyls haben wir gesagt und das Buch, Album ist in der Mache. Und das sind so die Hauptthemen, ehrlich gesagt, mit denen ich mich beschäftige. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß dabei und vor allem auch eine schöne Zeit mit deiner Familie. Danke, danke. Und uns morgen. Danke wünsche ich allen, die zuschauen, auch. Genau. Auch zum Jahresende nochmal danke für euren wirklich jetzt fast jahrzehntelang, könnte man schon sagen, treuen Support. Es war ein wundervolles Jahr mit euch. Ich wünsche euch alles Gute zu Weihnachten. Ich wünsche euch wundervolle Feiertage. Auch von hier aus schöne Feiertage auch an die beiden Shindy und Jan.